Herzlich willkommen beim TV-Doktor. Vielleicht kennen Sie das, Sie haben Kreuzschmerzen, die werden plötzlich intensiver und strahlen sogar in ein Bein aus. Diese Symptome sind wichtig, rechtzeitig vom Arzt abgeklärt zu werden. Denn es könnte sich um einen Bandscheibenvorfall handeln. Alles Wissenswerte dazu erfahren Sie jetzt. Rückenschmerzen ist definitiv eine Volkskrankheit. Ich würde sogar sagen, aus orthopädischer Sicht die Volkskrankheit Nummer 1. Haben Sie einen Schmerz, der auch in die Beine ausstrahlt? Ja, auf der einen Seite am rechten geht es so bis zum Knie. Bis zum Knie. Auch so, wenn ich sitze oder so. Also beim ist es so wie ein Ameisenlaufen am Bein? Ja. Viele haben Angst vor dem Bandscheibenvorfall. Was sehr auffällig ist, ist auch, dass oft Patienten, die vorher schon die Schmerzen oder die Symptome gegoogelt haben, besonders pessimistisch sind. Deswegen denke ich, dass sich die meisten Patienten keinen Gefallen tun mit dem Googlen von Symptomen. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Kreuzschmerzen auch immer eine psychische Komponente haben. So, was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass wir die Muskelfunktion testen und schauen, wo hat der Nerv einen Druck oder nicht. Das heißt, als erstes tun Sie bitte die Füße vorsichtig nach oben ziehen. Ich ziehe runter und Sie ziehen gegen mich dagegen. Als nächstes die Knie bitte zusammendrücken. Sehr gut, das sind Sie eigentlich überall schön kräftig, das ist ein gutes Zeichen. Wunderbar. Und fest nach oben drücken. Ja, sehr gut. Und vorsichtig ablegen. Das, was hier wie ein Gymnastikprogramm aussieht, dient lediglich dazu, herauszufinden, ob ein Nerv und vor allem welcher eine Schädigung hat. Da haben Sie jetzt eigentlich sehr gut abgeschnitten. Das heißt, die Muskelfunktion war überall sehr gut. Das heißt, dass Sie zwar eine Sensibilitätsstörung im Bein haben, aber keinen Muskelausfall. Das ist insofern wichtig, weil das uns anzeigt, dass die Bandscheibe wohl ein bisschen irritiert ist, aber ein schwerer Vorfall jetzt im Moment nicht vorliegt. Das MRT wird uns dann in weiterer Folge die genaue Lokalisation sagen, aber im Prinzip kann man vorsichtig Entwarnung geben, aber es wird vermutlich oder ziemlich sicher notwendig sein, dass Sie eine Physiotherapie machen, sprich, dass Sie die Rückenmuskulatur kräftigen und die Bauchmuskulatur kräftigen. Man kann vorsichtig verallgemeinern schon sagen, dass ein sehr hoher Prozentsatz der Rückenschmerzen nicht von Bandscheibenvorfällen oder schwereren Erkrankungen herrührt. Der überwiegende Teil dieser Rückenschmerzen ist Lifestyle-bedingt, das heißt Bewegungsmangel. Das war's für diesmal beim TV-Doktor. Ein kleiner Beitrag, damit Sie gesund werden oder noch besser gesund bleiben.